Weder von der Sonnenstrahl noch von der Zugade auch nur die geringste Spur. Zu Hilfe, kommen! Hast du das gehört? Das klang doch nach einem Hilferuf. Es war nur etwa. Lass uns nachsehen. Dort. Galeische Soldaten. Was machen sie nur hier? Galeische, wie auch immer. Ah, das sind wohl Ischgarder. Alle Mann aufschwärmen. Die schnappen wir uns. Dann werden wir gleich wissen, wo der Papst ist. Mist, sie haben uns entdeckt. Aber es sind nicht viele. Wir haben eine Chance. Dann können wir auch den Wano retten. Na, wenn ihr meint. Ein Rubinkarfunkel. So, ist ein Karfunkel an. Warte mal. Gerade sehe ich es. Der Medikus da hinten. Die mich einfach immer weiter wegtreibt hier, ne? So, haben's gleich. Gott sei Dank. Der kleine Wano. So, noch ein bisschen weiter Richtung Norden.
Da! Dirr ist die Windederquelle. Denn einmal Richtung Nordost. Nein, lass mich. Gott, wie gerne würde ich hier auch schon fliegen können. Ja, das muss dann aber woanders sein. Das ist doch nicht hier. Kann halt wirklich da oben sein, ne? Willkommen, Navune. Navune. Okay, Tsundo empfängt euch in Frieden wie milder Frühlingstag. Ihr Wano hier seid deutlich umgänglicher als die, die wir bisher getroffen haben. Die Worte von Navanue machen Lonuo heiter. Bewohner von Wundo sind schwer mit Unheil wie dunkle Hagelwolken. Ganz anders als das Volk von Lonuo. Was ist das? Donnermaschine von Navanue. Wofür finde ich ihn niedlich? Da seid ihr ja. Hör zu, im Wolkenmeer ist ein Kampf im Gange. Die Agrios, die wir gesehen haben, gegen ein Primae, ein Wolkenprimae. Bismarck gegen die Galea? Galea? Wolkengott ist gekommen. Wolkengott hat Spaß. Sieht nicht gut aus für Bismarck. Die Kanonen haben ihm schwer zu schaffen gemacht. Jo. Erstmal die Insel verspeist. Er verschlingt die Kristalle der schwebenden Insel, um sich zu heilen. Oh nein, folgen Gott dem Leuchten von armen Inseln, erloschen wie Sterne im Morgenlicht. Navanue Lonuo bittet euch, trefft großen Häuptling von Tsundo. Wenn Wolkengott löscht unsere Inseln, Wano können nicht leben. Ich hab's befürchtet. So, aber erstmal ist der Iteri dran. Hörchen. Häuptling von Tsundo, dieser Navunue haben Lonuo gerettet, befreit von böses schwarzes Stein heute. Gerettet? Dann soll Navanue uns willkommen sein, wie erste Knospe im Frühling. Großer Häuptling von Ok-Tsundo, ihr seid Oberhaupt eines tapferen Volkes. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Mein Name ist Alfino. Wir sind mit einem fliegenden Schiff ins Wolkenmeer gekommen, weil wir jemanden verfolgen, der böse Absichten hegt.
Böse Absichten. Navanue muss schon etwas genauer sprechen. Meint er die schwarzen Steinhäute? Nein, die Galear sind zwar auch unsere Feinde, aber diesmal sind wir wegen jemand anderem hier. Wir verfolgen einen alten, weißgewandeten Mann mit einem langen Bart und einem Stab. Eine Geritte in weißen Rüstung. Habt ihr sie vielleicht gesehen? Oh, weiße Steinhäute. Lunuo hat diese Leute gesehen. Wirklich? Wo? Sonu hat sie auch gesehen. So wahr die Sonne scheint. Viele Sundu haben sie gesehen. Wenn Lunuo zurückdenkt, kocht vor Wut wie Wassertropfen auf glühende Stein. Weiße Navanue wollten Schlüssel zu Azislav von Wanuo finden. Na also, endlich mal ein brauchbarer Hinweis. Aber Azislav ist verbotene Insel. Legenden von Wanuo sprechen nicht viele Worte davon. Wer wagt sich dorthin, muss vergehen mit Tränen wie hilfloser Schnee in Mittagssonne. Doch Navanue machen ihr Herz sich schwer. Niemand kann jeden furchtbaren Ort erreichen, denn Schlüssel ist nicht mehr da. Insel von Wundue ihn verstecken. Ist sicher in Wolken, Gottbauch, verschlungen. Oh nein. Diese ganze Insel hat er gefressen? Hatte Bismarck da gute Instinkte? Auf jeden Fall hat er uns damit gute Dienste geleistet. Es ist, wie Lono sagt. Wundue sind ein kleiner Stamm. Doch wollen sie große Macht. Deswegen haben Wundue gerufen Wolkengott und erobert andere Wanu-Dörfer wie gieriger Feuerbrand. Und nun Wolkengott greift nach Inselseen für große Kraft, bedrückt unser Herz, doch hat auch gute Seite. Niemand kann Schlüssel nehmen von schrecklichem Gott. Ja, auf der einen Seite löscht ihr eure ganzen Inseln aus, auf der anderen Seite ist es gut, weil niemand an den Schlüssel rankommt. So, wir machen es einfach wie bei Pinocchio. Wir kriechen in den Bauch des Ungetüms, holen den Schlüssel raus und gehen wieder. Aber wahrscheinlich wird es nicht so einfach. Das wäre ein Wunder. Das da haben will, Windätherquelle. Da unten war ich, glaube ich. Nee. Doch, immer noch nach Nordost. Naja, okay. Wir werden schon finden. Wir haben die letzten ja auch gefunden. Da. Immer noch Richtung Nordost. Das geht die ganze Zeit Richtung Nordost. Das ist gut. Wir können also die Dinger nicht verfehlen. Achso. Und wieder zurück. In der Legende ist Bismarck also ein guter Gott, der das Wolkenmeer frei von Krieg und Streit geschaffen hat. Ja, und dieser so gute Gott verschickt nun das halbe Wolkenmeer, das er geschaffen hat, mitsamt seiner Bewohner. Verrückte Geschichte. Aber weiterhelfen wird sie uns nicht.
Hast du etwas herausgefunden, Alfino? Nope. Nein, ich muss mir weitschweifige Erklärungen anhören, wie und was und wo die Wano im Wirken mir angeln. Techniken, Angelstellen, Köder. Aber wir sind wohl kaum zum Fischen hierher gekommen. Fischen? Ah ja, Alfino, doch, wir gehen fischen. Was? Wir haben doch vorhin beobachtet, wie Bismarck Inseln verschlingt, um sich mit ihrem Äther zu heilen. Aber die galeanischen Kanonen haben ihn arg zugerichtet. Er wird noch mehr brauchen. Wir suchen uns also eine passende Insel als Köder aus und hängen die Enterprise daran. Fertig ist die Angelroute. Wenn wir noch ein Drachenabwehrgeschoss auf die Insel setzen, ist die Falle bereit. Sobald Bismarck nah genug ist, schießen wir eine Harpune auf ihn ab. Ziehen uns heran und schon sind wir in Angriffsnähe. Angriffsstanz da. Ich habe zu schnell weggeklickt. Wenn wir ihn direkt an einer Schwachstelle treffen, könnten wir ihn selbst einen Riesen wie Bismarck besiegen. Aber es ist riskant. Äußerst riskant. Habt ihr hier keine Wahl? Mir fällt ein, ich muss noch die Dailies machen. Ganz nach unserem Geschmack. Geschmack. Also, viele Alternativen haben wir sowieso nicht. Diesmal sitzen wir buchstäblich im selben Boot. Ich werde die Operation Fischauge selbst in die Hand nehmen. Jemand anderes kann mich bei so einem Manöver nicht ans Steuer lassen. In Ordnung. Wenn ihr euer Leben aufs Spiel setzt, komme ich ebenfalls mit. Na eben. Ich sage doch, der Plan ist gut. Ich bereite dann mal eine Harpune vor. Sucht ihr uns inzwischen Zeit eine passende Insel? Okay. Gut. Machen wir. Sollte unter den vielen Inseln, glaube ich, nicht ganz so schwer werden. Welchem Level sind wir eigentlich? Immer noch 57. Viel Spaß. Also wird's nicht gut. Cool zu wissen. Ich glaube, das wird nicht spaßig. Ich befürchte da was ganz, ganz Schlimmes. Ich glaube, ich werde leiden. Es ist halt Bismarck. Ja. Ich will nicht. Ich mag nicht. Wo du deinen 60er Gear erwärmen kannst. Das klingt ja schon mal gut. Okay. Dera, damit baust du mich so ein bisschen auf. Ein ganz kleines bisschen zumindest. Okay, dann muss ich da hoch. Wie komme ich? Wo muss ich die Karten lesen? Ja, da muss ich hin. Okay. So, ich möchte mal eine andere Musik als die Schokobo-Musik hören.
Wir reiten in den Sonnenuntergang. So halb. Hier sind sie nicht, ne? Guck lieber zweimal nach. Nee. Nee. Okay, Richtung Norden. Da! Gefunden! In hier 1,5 Bahnhof tüchtig aus. Was? Nee. Wie funktioniert das? Gerne. Muss ich das mit Ausrufezeichen machen? Wird mal sowas immer minimal blöd. Warte mal. Sagen, ne? Jetzt würde man auch das Richtige benutzen, nicht? Wendere. Nee. Doch mit Ausrufezeichen dann, ne? Ist das jetzt? Nee. Hä? Wenn du mit Zwang machen willst, dann Bescheid, dann beschreiben wir das etwas. Okay. Ich bin gerade erstmal noch. Keine Ahnung. Wie schimpf ich denn aus? Ich würde sagen, ja, hab ich doch. Probieren das so lange, bis das irgendwie funktioniert. Uch, das war falsch geschrieben. Nicht einfach. Ich, wenn ich zu blöd bin, irgendwas zu hinzukriegen. Kann ich ihm nicht einfach eine Stelle links, eine Stelle rechts geben oder was das? Ja, ihm sagen, Chatbonus bin ich. Das habe ich doch. Huch. Gut, wir machen das von anders. Das will nicht. Das will nicht so, wie ich will. Wenn ich will, der hat schon, ne? Vielleicht muss ich laufen. Oh, noch eine ganze Ecke. Ey! Was ist hier? Ja, da war es noch sich. Okay. Gerne. Kriegst du wahrscheinlich sowieso noch auf die Fräse.
Guten Tag, Peter. Hallöchen. Achso. Ja, ich will mit Judge sprechen, nicht mit dir. Oh, nee, eigentlich bin ich nicht bereit. Nein, nein, ich passe. Nein, weg. Ich will nicht. Ich lauf einfach weg. Nein, nein. Versteck mich hier einfach hinter der Blume. Ich habe Angst vor dem Prima, ich will nicht mehr. Kann ich nicht einfach in Streik treten? Oder einfach sagen, Alter, Leute, ich jemand anders für die Prima hier. Einfach darauf achten, dass du nicht runterfällst. Okay. So, dann weiß ich, wo ich als erstes lande. Unten. Dann können wir das nochmal zur Abwechslung ausdiskutieren. Genau! Weißt du? Man setzt sich einfach an einen Tisch und sagt, ey, du, gib mir einfach, kotz einfach den Schlüssel aus. Ich pack ihn dir danach auch wieder da rein. Du darfst ihn danach gern wieder haben. Ach, und hör am besten nebenbei auf, die Inseln aufzufressen. Ne? Passt. Das ist nett, freundlich, höflich. Aber nein. Wir müssen ja immer drauf kloppen. Nee. Merkt man, dass sie nicht will? Merkt man, dass ich Schiss habe? Ja, gut. So, ich habe da noch was anderes in Auswahl. Nicht, dass ich nochmal in die Erstbasilika komme. Werde drauf gehen. Ich weiß, dass ich runterfalle. Okay, warte mal. Traurig. Retter in der Not. Du willst wirklich mit rein? Okay. Beim nächsten Mal. Ja, ich wusste nicht, ob man dann diese Strafpunkte kriegt. Ich habe da immer so ein bisschen fest. Entschuldigung! Ich wusste nicht, ob man dann diese ne, warten muss oder nicht. Mit drei Küsse. Ah, okay. Entschuldigung, Culprit. Ich habe halt immer nur Angst, diese Strafe da zu kriegen. Deswegen weiß ich nie, ob.
ab wann ich zurückziehen darf und ab wann ich nicht zurückziehen darf. Wenn alles schief läuft, muss ich es sowieso nochmal machen. Weil ich weiß, dass ich hier runterknalle. Das war kacke. Hallo, Haramstufe Rot. Wenn du jetzt reinschaust, es tut mir leid, wenn ich jetzt gerade nicht so ganz auf den Chat achten kann. Das muss ich so minimal konzentrieren. Ja, aber ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Abend. Ja, ja, bisher auch. Wenn wir das hier überleben, noch eher. Ich werde sterben. Ich sehe nichts mehr. Seit ich weiß, dass man runterfliegen kann, habe ich ein bisschen Schiss. Kaya! Schön, dass du auch noch so später Stunde reinschaust. Ja, wir sind mal wieder an einem Prima E dran. Ich bin schon wieder her auf begeistert. Doch, klar. Voll und ganz.
Ich bin himmelhoch jauchzend. Ich vergesse sogar meine Attacken. Oh. Wie wäre das geklappt? Ach was? Ach, ich gehe zu spät ausweichen. Scheiße. Hallo. Ich fühle mich so ein bisschen. Wie bei Final Fantasy X. Okay. Weil mich das Viech so ein bisschen an die Luftkämpfe mit Sinn erinnert. So ein bisschen. Wenn man gegen das eine Ding da kämpft. Ich glaube, irgendeine Schuppe von ihm. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin ran soll. Ich will nicht mehr. Geil! Dafür nur zu dem unpassenden Augenblick. Weißt du, so mitten in einer Schlacht und dann rutscht der da plötzlich einer raus. Ja, sehr gut. Bin begeistert. Timing so, ja. Viel Spaß, Kaya.
Ja. Ich sag eben, mindestens einmal sterbe ich. Das Corona wurde getötet, oh Mann. Oh Mann.